Okay, dann würde ich hier auch ein paar Hochhäuser reinbauen. So gesehen gerne so ein bisschen an den Rand. Da weiß ich aber auch nicht, ob man das so ein bisschen mit den Hochhäusern wieder verschandeln, das Gebiet. Weil sonst sind ja die Hochhäuser einfach höher als das andere. Die anderen Sachen. Weiß ich nicht. Sieht man aber dann, wie es aussieht. Kann man im Endeffekt im Nachhinein auch wieder alles wegmachen. Ist es auch einfach mal erstmal zum Testen. Aber ich denke, das könnte dann eventuell doch am Ende gut aussehen. Hier noch mal ein bisschen was. Dann der Rest wieder Bürogebiete. An so kleine Dinger würde ich vielleicht nichts hin machen wollen. Da auch nicht. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Hier nur die Straße. So, und dann? Oh ja, Parks. Könnte man auch mal reinbauen. Das wäre ein Fußballplatz. Da ist die Straße wieder ein Ticken zu nah dran. Da würde es reinpassen. Hier würde es auch reinpassen. Dann müsste ich aber das hier abändern. So. Und da unten bauen wir dann mal so ein bisschen Freibad. So, das amerikanische Fußballteil rein. Würde auch hier reinpassen, würde ich aber nicht machen, würde ich halt hier hinbauen. So, Freibad. Wie ist denn das eigentlich mit der Ansicht? Man sieht jetzt gar nicht, ob es hier grün. Ach so, die Straße da ist grün. Es ist so dunkel, da achte ich gerade gar nicht drauf. Habe ich gerade überhaupt nicht gesehen. Das sind die Sportparks. Das waren die großen Sportparks. Touristenattraktionen. Ein Wasserpark. Okay, also wenn es Touristenattraktionen sind, dann bauen wir da eins hin. Oh, ein Aussichtsturm. Das wäre auch sehr interessant. Wenn wir den hier noch hinbauen würden. Sind? Wie viel sind es denn? Ich glaube, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ich nehme es mal nochmal. In meine Griffel. Okay, das heißt von hier etwa. Ich hebe den Finger hin. Das ist etwa von hier nach. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Machen wir es mal so. Machen das hier seitlich. Habe ich die? Die habe ich gar nicht mit verbunden, die Straße. Und die? Die ist verbunden. Weg, weg. Gut, da hat es funktioniert. Was hat er da gemacht?
Ach, weil es auf beide Seiten. Der hat es jetzt auf beide Seiten gemacht. Oh, nö. Warte. Wie sieht es hier terraforming technisch aus? Sehr schlecht. Geht nicht. Ach nö, der hat es jetzt ganz... Was ist denn jetzt hier gerade? Reiß halt ab. Reiß ich halt ganz ab. Na gut. Ich muss hier eh rausgehen. Ist doch jetzt auch komplett egal. Das Ding, das wird, denke ich mal, sowieso gleich, wenn ich es platziere, wo auch immer das war, Erde hinschütten. Wenn ich es so mache. So ist eh eins breiter. So, schau. Das schüttet hier eh immer Erde nochmal drauf. Im Normalfall. Eigentlich. Toll. Halbe Park unter Wasser. Na super. Wie kann man das jetzt wieder beheben? Passt das an, wenn man... Oder passt das gar nicht an? Ich muss nochmal Tag-Nacht wechseln. Mann! Wie viel kostet jetzt, wenn man verschiebt? 600.000. Oh. Also ganz ehrlich, das war jetzt eine große Bauangelegenheit. Also die Insel, die hat uns einiges gekostet. Sechshunderttausendes Ding. Dann baue ich es erstmal dahin. Mein Gott. Wie teuer kann so ein Ding bitte werden? Ja. Na gut. Das ist ein Witz. Deswegen war es gerade so ganz komisch. Och Mensch. Der hätte es schon automatisch hingemacht. Ach, das ist ja jetzt nicht wahr. Hat. Oh Mann. Dann muss ich hier auch noch mal eine kleine Knirpsstraße ranmachen. Die wegmachen. Ja, danke. Das wegmachen. So. Jetzt kann ich die wiederholen. Den Turm. Nicht die Turm. Ihr Deutsch oder nicht? So, jetzt nochmal. Jetzt passt es. Oh man. Und so viel Arbeit nur für ein kleines Türmerli, das 800 Meter hoch ist. Wieder hier rein. Geh wieder da rein. Mach das weg.
Geh hier mit dem Dings-Tool wieder ran. Hier auch. Aber nicht so weit. Och man, es ist spät. Es ist spät. Ich blick's gerade nicht mehr. Hier weg. Das weg. Dann ist Terraforming-Tool wieder. Gehen wieder runter auf 20. Okay. Dann machen wir das jetzt noch schön. Dann, wenn das schön gemacht wurde, das mache ich glaube ich noch heute, mache ich noch eine öffentliche Verkehrsmittel hin. Und dann gehe ich schlafen. Dann gehe ich nicht schlafen. Dann muss ich heute noch Sport machen. Dann schneide ich noch die Folgen für heute. Dann muss ich noch Sport machen, weil gestern habe ich nichts mehr gemacht. Da war ich nämlich komplett müde. Ich bin zwar jetzt auch komplett müde, weil der Tag eigentlich anstrengend war. Aber ich muss heute noch was machen. Weil gestern habe ich nichts gemacht. Ich ziehe es wirklich auch komplett durch. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich auch jeden zweiten Tag Sport mache. Spätestens jeden zweiten Tag. Sonst eigentlich immer so jeden Tag. Aber wenn ich es mal nicht schaffe oder müde bin oder gar keine Lust habe, dann mache ich es halt am nächsten Tag, dann ist es so jeden zweiten Tag. Aber ansonsten eigentlich wirklich jeden Tag. Und ja, habe ich mir so angewöhnt. So. Wie machen wir das jetzt? Im Endeffekt ja eigentlich so lang. Damit eine Kurve. Da einmal raus. So. Wie ist es jetzt mit der Route? Passt sie sich an? Passt sich nicht an? So. Dann hätten wir das. Dann hätten wir das. Die zwei reiße ich wieder weg. Brauchen wir nicht. Na, vielleicht wäre es noch ganz schön, wenn wir hier noch ein Ding durchmachen könnten. So. Können vielleicht sogar mittig sein. Ich zähle jetzt nicht nach. Weil wenn ich nachzähle, ist es bestimmt nicht mittig. Und die Straße ist dann auch nicht komplett symmetrisch. So. Play. So, und jetzt gehen wir wieder in den Mach-mich-Tag-Nacht-Modus rein. Gehwege. Wichtig. Solange hier noch nichts gebaut wurde, können wir das noch machen. Was hat er denn da schon wieder gemacht? Keine Ahnung. So. Da ein Gehweg. Hier noch ein Gehweg. Praktisch ist natürlich an den Straßen seitlich, sind im Endeffekt ja normale Fußgängerwege. Das war's. Das ist das Praktische. Und da brauchen wir dann auch keine Zebrastreifen, weil die laufen halt exakt darüber. Das ist halt da wahrscheinlich auch ganz praktisch. Dann kann man so auch nochmal ein bisschen Stau vermeiden, denke ich mal. So. Gut. Dann werden jetzt hier mal die ganzen... Also das ist schon gut hier. Das ist echt gut. So, 5 kommen hier gerade mal an. Aber okay. So langsam aber sicher kommen jetzt die ganzen Leute hier an. Und es wird auch alles schön aufgebaut. Und wir haben wieder Stromprobleme. Das heißt, wir brauchen hier ein eigenes Umspannwerk. Schauen wir, wie die ganzen Gebäude hier wieder aus dem Boden gesprengt kommen. Überall die ganzen Kräne.
Gut, dann bauen wir jetzt mal ganz kurz hier noch ein eigenes Umspannwerk rein. Oder warum Umspannwerk? Könnte man nicht auch einfach... Nee, braucht man eigentlich schon, gell? Wenn man einfach so eine Verbindung hier baut, würde auch gar nicht gehen. Also müsste ja dann so machen, unterirdisch. Müsste ich sowieso unterirdisch machen, so. Die sind halt einfach zu wenig hier. Das wird auch nichts bringen, Strom von einem Ort zum anderen zu transportieren. Geht nicht. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich wirklich ein komplettes eigenes Umspannwerk. So. Mal guckst du. Jetzt geht's wieder. Jetzt wird der Strom auch hierher geleitet. Und jetzt haben wir ja auch wieder keine Stromprobleme. Wie viel kommt da an? 5? 0? Aber okay. Stopp. Und die Tastatur, gell? Ich denke, die hört man jetzt auch fast gar nicht mehr oder gar nicht mehr in der Aufnahme. Das ist echt gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, was soll man da jetzt für ein Verkehrsmittel hinmachen? Soll man... Stimmt, nee, warte, ich wollte ja U-Bahn-Linien da noch reinbauen. U-Bahn-Stations. Ich müsste halt unterirdische machen, weil... Für eine oberirdische... Haben wir halt gar keinen Platz und dann müsst ihr halt so viel wieder abreißen. Auch wenn es echt cool wäre, wenn hier eine U-Bahn langfahren würde. Aber ich glaube, das lasse ich. Oder draußen? Nein, ich habe das Bedürfnis, es zu lassen. Okay, wo könnte man welche hinbauen? Hier würde ich eine hinbauen. Hier. Die Schule ist somit verbunden, heißt... Dann halt hier seitlich. Dann hier drüben. Und mehr braucht man eigentlich nicht, oder? Vielleicht noch da eine. Hab mich gerade schon so drauf gefreut, auf den Bauspaß, den man hier überhaupt nicht hat, mit den Farben, mit den ganzen Haltestellen. So, überschlappendes Gebiet. Geht sogar, die steile Kurve. Da lang. Speichert. Ich weiß nicht. Ich denke, die Ruckler sind aber einigermaßen in Ordnung. Also so oft leckt es jetzt auch nicht wegen der Speicherung. Und das ist auch für einen guten Zweck. Also, bevor es mir hier wieder alles zerlegt irgendwann. So, einmal nach unten. Perfekt, die ist zu steil. So, das geht. Und da oben ist jetzt keine. Also theoretisch könnte man da auch nochmal eine hinbauen. So. Das sieht da oben dann auch gefühlt ein bisschen mager aus.
Aber die Kurve ist zu eng, aber so geht's. Na schön. Jetzt gehen wir mal so raus. Einmal hoch. Stange A. Okay. Fließt da nicht eigentlich das ganze Wasser rein? Kann man das noch anders machen? Ich glaube, so wird es gehen, oder? Da steht Hang zu steil. Hang zu geil. So hat es funktioniert. So, und jetzt knüpfen wir das hier noch an. Wo ist denn das? Hallo? Was ist jetzt? Sieht ein bisschen merkwürdig aus hier. Ah, jetzt. Einmal so. Einmal so. Ach. Wunderbar. Also hier geht's. Aber hier? So. Hat das hier? Ja, da hat es funktioniert. Dann gehen wir mal einen Ticken runter.